Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. So, ja, unsere beiden Armeen hier unten stehen schon bereit und hier oben ist ein bisschen Knödelalarm noch. Ups, ich mache das immer falsch, keine Ahnung. Knödelalarm, und zwar hier eine Fullstack-Armee mit sehr viel Kavallerie. Also mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier kommen die Giganten. Uiuiui. So. Ah, genau, das war ja das, dass ich zwei Schritte geflossen bin und dann konnte ich nicht mehr weiter. Genau, die habe ich zusammen gemacht. Den habe ich hier gemacht. Den da hin. Okay. Warte, das sind... Ah ja, okay. Hier und die beiden, die sind uninteressant. So. Wahrscheinlich schafft er es... Nee, er schafft es nicht ganz da rein. Das ist schön. So, wir haben... Ja, minus 14 Essen, das ist halt immer so richtig lustig. Wenn es halt plötzlich, nein, der schafft es nicht. Es ist immer sehr lustig, wie das plötzlich so auf minus, ja. 10, 20, 30, 40 ist. Entschuldigung, ich bin gerade aufgewacht. Und ich muss hier das jetzt noch schnell machen. Ich habe unglaublich viel Arbeit. Und das ist echt ärgerlich. So. So. Die sind hier. Und die sind hier hinten. So, fertig. Also, ja, er hat halt ein paar Fernkämpfer, aber ich habe ein paar Fernkämpfer mehr. Und er geht halt immer hier hin, also das ist halt das Schöne. Deswegen kann ich unser General wird angegriffen. Eine Einheit so hier verteidigend machen. Und die andere... So, nicht so schnell, bitte. Alter, das ist ja jetzt blöd, dass der... wieso Bank Achso, weil er die angreift. Okay, dann habe ich wirklich keine Chance. Krass, ich dachte... Das reicht hier, aber die Sperrträger sind doch besser als ich dachte. Die sind unsere doch Männer besser fliehen als ich vor der dachte. Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mob! Na gut. Da muss ich halt unsere eben Sparta wieder erobern. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir verlieren Boden. Na gut. Ja, okay, aber ja, die hatten ja von Anfang an nicht viel, also. Ist in Ordnung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Meine Vollstag-Armee ist hier in, wo ist die? In Larissa, glaube ich. Ja. Genau. Hat er das... Ja, das nervt ein bisschen. Genau, Larissa. Unser Kampf wird böse enden. Ja, für dich.
Für dich, mein Freund. Oder, was ich ja noch erwähnt wollte, ist, dass wenn man ein Kind ist geworden, genau, wenn man die Kampagne, Alter, wie viele Verluste ich da, wenn man die Kampagne in Attila spielt, dann da ist es ein bisschen anders. Attila kam ja sehr viel später. Und also als Rome Shadow War 2, sehr klar. Und die haben das ziemlich cool gemacht. Weil da ist es ein bisschen realistischer, würde ich sagen. Oh, warte. Entschuldigung. Da ist eine Footstep-Menge drin. Interessant. So. Ah, oh Mann, schon wieder. Uiuiui. So. Sneezy, sneezy, sneezy. Was wollte ich eigentlich mit der machen? Oh, das wollte ich mit dir machen. Das wollte ich mit dir machen. Du gehst mal ganz geschwind zu dem da rein. So, du hast eine Auszeichnung bekommen. Das ist ja ausgezeichnet. Geschossschaden. Was bist du für einer? Ach, du bist ja sogar so ein Hinterhaltleger. Dann wirst du hier auch Hinterhalt. Also, Strategie ist der. Da passt es ja ganz gut. So, du willst hier normal marschieren und gehst mal hier rein. Ja, jetzt habe ich nämlich wieder sehr krass positive. Nämlich nicht. Positive. Ach, du, stimmt, du bist ja der Feind, nicht? So. Dann greifst du mal an. Und du stirbst dabei. Tragischerweise. Natürlich erst am Schluss. Belagerungsangriff? Ja. Here we go. Also wichtig hierbei ist wieder, dass ich mit der Kavallerie sehr, also versuche seine Artillerie auszuschalten. Das Problem hierbei ist, dass er sehr viel Kavallerie hat. Deswegen werde ich hier mich verstecken und hier ganz offen auf die Stadt zu marschieren. Nahkampftruppen erwarten Befehle. Hetairenreiterei. So. Ja, genau das habe ich. Ja, genau das habe ich gesagt. Genau das habe ich gesagt. Genau das habe ich gesagt. So, das ist ja super freundlich von ihm. Dass er hier seine Kavallerie stehen lässt. Oh, das ist ja echt nett. Leinenpanzer B
Unser General wird angegriffen. Keine Ahnung, was der da macht, aber es ist sehr interessant. Bitte laufen, danke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was macht der denn da? Der nimmt meine total auseinander. Das ist ja echt frech. Das ist ja echt frech. Okay, der geht da einfach weiter. Das ist. Das geht. Wie viele hier geschossen wird. Junge, Junge, Junge. Seid ihr fertig? Danke. Ja, jetzt müsst ihr mal die... Alter. Das sieht echt cool aus. Für Makedonien. 46. So, fertig. Bitte rennen. So, nein, meine, wir werfen die gerade ab. Das ist sehr schön. Ah, ja, ja, das waren die Speere, ja, die so viel Damage machen. Stimmt. Und jetzt geht er da. Was macht denn der? So. Oh, worauf können die jetzt noch schießen? Hier rein. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr sterbt. Oh. So ein Drecksack. Gehst du mal da raus hier? Lass mal den General da in Ruhe. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Komm, das ist der General. Du musst nur... Verdammt. Na gut, egal. So, knapper Sieg. Wieso knapp? Also das am Anfang, also die da waren halt richtig gut.
Die waren richtig gut. Und der hat noch irgendwie geschafft, 30 Leute zu kicken. Na schön. Verdammt. Gut, dann gehst du mal hier hin weiter. Und du schützt mal hier das Ding. Hier baue ich doch nochmal eine Verteidigung auf. Hier gehe ich mal hier hin. Und mit dem gehe ich dann später dahin. Also Apollonia, goodbye. Wobei, das können wir ja jetzt schon machen. Wobei, ja, können wir machen, weil ich will lieber die Credits an einen von mir geben. So, schon wieder drei. Wer hat denn noch was bekommen? Aha, hier unten, fürs Stehen, okay, super. Na. Was machen wir denn jetzt? Ja, die besten beiden haben wir eigentlich schon gemacht. Moral, aber Reichweite weniger. Das ist halt echt blöd. Machen wir den da. Bringt zwar nichts, aber ja. Gut, wir könnten. Ja, wobei noch nicht. Der steht halt auch schon in den Startlöchern, sobald ich ihn Krieg erkläre. Und wenn er hier rein spaziert, das ist unpraktisch. Hier mache ich jetzt doch nochmal was zum Rekrutieren, weil hier habe ich nichts. So, hier nochmal in Nahrung. Achso, jetzt könnte ich mal durchswitchen, weil ich die ganzen Nahrungsdinger weggemacht habe. Oh, hier geht's ja auch nicht. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Hier geht's auch nicht. Hier geht's. Super. Hier geht's auch nicht. Könnte ich mir mal merken, ne? Dass bei Großstädten kann man keine Landwirtschaft aufbauen, aber das merke ich mir nie. So. Und dann jedes Mal, wenn ich sehe, so, stimmt, das kann man ja nicht machen. So, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Runde noch an. Und dann, ja. Friedensabkommen, ja klar, nee. Vor allen Dingen, ich soll zahlen. Nö. Ach, zieh mal eine an. Na dann. Glaubst du wirklich, dass die Giganten mich schlagen? Ich hab Kavallerie. Das ist halt auch super interessant. Die letzte Folge jetzt gestern von, also ich spiele ja auch Sparta, und da kam, habe ich die letzten Male aufgezählt, also die letzte Folge habe ich aufgezählt, was die ganzen Mythen beziehungsweise was man glaubt, über Sparta zu wissen.
Das habe ich alles aufgezählt, so wie zum Beispiel, sie waren die besten Krieger und sie wurden für das Kämpfen geboren und so weiter und so fort. Das habe ich da alles eben aufgezählt. Und genau. Und dann letzte Runde, also die kam gestern raus. Oder die kommt noch raus. Oh, verdammt. Also da habe ich aufgezeigt, was man durch neueste Erkenntnisse quasi widerlegen kann. Und ja. Das war zum Beispiel, was stimmt ist, dass die Spartaner 150 Jahre ungeschlagen in großen Schlachten waren. Und das ist ja schon mal richtig krass. Und was man aber sehr gerne vergisst ist, dass zu dieser Zeit gab es eigentlich kaum solche Schlachten. Und es war eher so, dass es dass so kleine Plänklereien und ja, so Seeschlachten und was weiß ich und alle anderen Arten der Schlacht oder des oh, echt jetzt? Das ist aber sehr unmoralisch von dir. So, genau, dass die ganzen anderen Arten der Schlacht an der Tagesordnung war. Und ja, eben so große Schlachten gab es kaum. Und da waren sie halt umgeschlagen, das stimmt. Aber ja. Das war nicht so. So krass und besonders quasi. Weil es eben so wenige gab. So. So, du musst mal schnell hier weg. Doppelte Geschwindigkeit! Wir erwarten eure Befehle! Direkt zum Einsatz! Königliche Feldmasken! Die Pioniere erwarten eure Befehle! Na, das läuft nicht so, wie ich wollte, aber ja. Der schlägt sich sehr viel schlauer, als ich gehofft habe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der da wird zu Tode gesendet. Aber der halt auch. Wie ihr Befehl! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Direkt zum Einsatz! Ein Geleit! Genau, warum ich das jetzt mit Sparta und so weiter gesagt habe. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Spartas Achillesferse war, dass sie halt nur starke Infanterie hatten und nichts anderes. Also sie hatten eine super Phalanx, aber das war es dann auch schon. Also wenn ihre Verbündeten im Kampf nicht dabei waren, da hatten sie mega große Probleme mit unser General wird
wird angegriffen. Mit so ja, schnellen Einheiten, also gegnerischen Armeen klarzukommen. Weil sie eben, naja, schneller waren, ne? So. Unser General ist gefallen. Ja, der fällt, ne? Der soll aber nicht fallen. Egal. Ja, und jetzt, er schafft es halt noch. Ja, okay. Na, da war ich sehr, sehr schlecht. Das ist echt krass. Gut, naja. Die stehen ja immer noch. Könnt ihr die mal ausschalten hier? Das ist ja echt nicht mehr schön. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Den sollt ihr jetzt auch mal fertig machen, ja. Danke. So, gut, das war's jetzt. Aber trotzdem, alter Schwede. Aber gegen Sparta zu kämpfen ist immer ziemlich interessant, weil, wie gesagt, sie haben halt wirklich so ziemlich gute Hopliten. Die werden hier auch ein bisschen zu krass gepusht. So von wegen, ja, die haben an den Thermopylen bis zum Tod gekämpft und die kann das das Wort Rückzug nicht und so weiter. Das stimmt aber alles nicht. Aber warte, ich muss den gegnerischen General killen. Der feindliche General ist. Danke. Ich meine, wenn er meinen schon mitnimmt, dann nehme ich auch seinen mit hier. Ja. Gut. Aber der war besser als ich dachte. Gut, dann würde ich sagen, bevor es weitergeht, wobei, das können wir auch nicht. Ah, ich habe sie vollständig vernichtet, das ist schön. Ja, aber der hat auch 3 von mir vernichtet, so ein böser. Gut, dann, nö, immer noch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn ich zahlen muss. Du bist mir unterlegen.
So. Oh nein. Nee, da, da fliehe ich. Das... Ich wollte gerade sagen, wie will er hier noch vorbeikommen? Das fände ich jetzt ziemlich blöd. Gut, dann linke Faust von Dingster bekommt den da. Gut, dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euren Like da und bis zum nächsten Mal. Bye.